Hallihallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Wimmelbild Mittwoch. Und ja, deswegen spielen wir ein Wimmelbild. Ja, es ist die Surface-Reihe. Also die Reihe ist es auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist der erste Teil, Geheimnis einer anderen Welt. Und haben wir ja letzte Woche schon losgelegt. Genau. Und machen wir einfach weiter. Genau. Hallo? Ach stimmt, ja, wir haben raumweise Kacke. Ja, wir sind ja in diese Bibliothek gekommen. Und er wurde jetzt zu Stein? Oder? Ja, oder ja. Eingefroren oder wie auch immer. Er ist so kalt wie eine Steinstatue und genauso still. Ups, dann gehen wir halt jetzt wieder raus. Nee, da unten ist aber irgendwas. Vor Kiras Verhaftung konnte sie mir noch die Jungen übergeben. Ich habe sie in der Bibliothek versteckt und bereite die Reise zur Quelle des Lebens vor. Die Zeit drängt, die Verderbnis kommt und Lord Toria bereitet die Invasion der Erde vor. Mhm. Der wieder für ein Scheißwort. Das Glas ist sehr hart. Wenn ich doch nur einen Glasschneider oder sowas... Ich glaube, wir haben einen Glasschneider. Warum konnte das nicht einfach funktionieren? Ja, weil du blöd bist. Alles, was wir haben an dem Inventar, oder kann man... Alles. Ne, ich dachte, wir hätten sowas gehabt. Was kann man denn hier? Oh, okay, wir können das mitnehmen. Hm. Davon brauchen wir aber mehrere. Dann gucken wir uns das alles nochmal an. Ah, da muss man ein paar Gewicht irgendwie... Ja. Hier, komm. Ja gut, dann können wir hier... Ja, aber da oben geht's irgendwie. Ja, da wäre ich ja jetzt als nächstes hingegangen. Ein seltsamer Apparat, sieht wie ein Puzzle aus. Da brauchen wir die drei Scheiben. Und die haben wir ja noch nicht. Ja, wir haben erst eine. Da können wir was lochen. Ja. Aber vielleicht diese... Wir haben da irgendwie so diese komischen 2 von 4... Ach ne, das sind Korken. Ne, das sind... Ich dachte, das sah aus wie so Lochkarten. Ja, warum? Ja, haben wir... Nee. Eigentlich wundert es mich, dass wir hier dass gar nichts dann machen sonst, können. Sonst nichts mehr haben. Mal gucken, ob wir über das Buch irgendwie wissen, was wir als nächstes machen müssen. Wenn ich in den Turm will, muss ich diese Tür aufschließen, ja genau. Aber das Einzige, was ohne Probleme dahinter gelangen kann, ist die Rohrpostanlage. Die Anlage wurde zum Verschicken von Nachrichten benutzt. Vielleicht kann ich darüber die Tür von der Innenseite öffnen. Ich sollte die Rohrpost... Zentrale finden. Okay. Ja. Ah, ist das wahrscheinlich da oben, ne? Nee, das sieht nicht aus, als wäre das die Rohrpostzentrale. Weiß nicht, und das außer können wir das ja da noch nicht machen. Ja. Noch nicht mal. Müssen wir mal gucken, wo vielleicht irgendwo anders die Zentrale ist. Ein Klammer oder irgendwie. Ist offensichtlich heiß, ich kann sie nicht aufnehmen. Also, was geht es mit der Kanne? Oder die Kanne. Müssen wir irgendwo Wasser uns organisieren. Hier ist ja auch nichts. Ach so. Guck mal. Ach, der goldene Schmetterling. Da brauchen wir die goldene Farbe, ne? Ja, genau. Aber die haben wir ja nicht. Nee, wir haben keine Goldfarbe. Ja, ist ein Ring. Dann können wir hier jetzt auch erstmal nichts machen. Können wir noch nichts machen? Ne. Hier. Ladegerät, wo uns das da fehlt. Also du kannst da die Teekanne hinpacken, aber das glaube ich nicht, ne? Alles das. Da brauchen wir eine Münze. Brauchen wir eine Münze? Oh,
Oh Mann, Und das ist ja das Ding, da wirklich. kannst du irgendwas malen, ne? Wenn ich etwas in den Müll lege. Ja. Da haben wir aber nichts zum. Irgendwie noch nichts, was wir irgendwie in Pulver machen müssen. Ja. Und wenn wir einen Tipp machen. Ja, aber irgendwie verstehe ich halt nicht. Ja, wo wir jetzt tatsächlich. Weil hierfür haben wir doch keinen. Warte mal. Der ist nicht bestimmt nicht schwer genug. Das auch nicht. Das da ist, glaube ich. Ja, Gegengewicht. Also wir brauchen etwas, was man da dann dranhängen kann. Genau. Da schlage mit der Spitzhacke den mit einem roten Kreuz markierten Stein. Ja, in der Kanalisation, da, genau. Und Boden. Zurück. Zurück. Noch eins zurück. War das da? Archiv oder? Nee, genau. Geheimgang und dann runter. Woher sollte ich denn nochmal wissen, ja, was das? Ja, das habe ich schon. Ich dachte, wir bräuchten da den. Jetzt haben wir was, womit wir das Glas. Und dann nehme ich auch gleich mal die Lunte mit. Die Lunte mit, okay. Hier bauen wir den Korkenzieher. Aha. Kriegen wir damit wahrscheinlich auch den dritten Korken. Hier brauchen wir was zum Ausbuddeln. Kann man irgendwie die Teekanne füllen? Okay, dann. Okay. Dann sind wir doch schon mal ein Stück Warte, weiter. Warte, gibt's hier nicht eine Karte? Ja. Ich glaube, das ist da, wo dieses Buch ist. Und dann hier ja, können genau. Wir das Glas. Dann haben wir jetzt was für die Schlange. Ach, und ein Zeiger. Okay. Wo war die Schlange? Wieder zurück, auch Richtung Kanalisation, noch eins. Und dann da hinten runter. Dann ach, in da dem, hier in dem in Fass. Dem. Genau. Dann kriegen wir die Schaufel, dann können wir da unten rumbuddeln. Hier ausbuddeln, was auch immer da drin ist. Ein Gewicht und eine Münze. Sehr gut. Ach, mit dem Kleber haben wir auch noch nichts machen können, ja. Ne? Jetzt haben wir eine. Ja, zumindestens. Ja. Jetzt, wahrscheinlich brauchen wir die. Kriegen wir irgendwo was, womit man die Mühle benutzen müssen, damit wir dann Pulver haben dafür. Daraus. Achso, ja, genau. Gut, warte, ich möchte gerne die Münze benutzen. Die war hier. Zurück, da. Darüber. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Aber jetzt haben wir eine Linse. Also die wollen mich doch verkackeiern, dafür gebe ich doch, also. Ich glaube, es geht los. Okay, dann. Ja, jetzt können wir mal da runter gehen. Was ist denn das? Eine Spinne. Ach, guck mal, das ist das Ding, was wir da. Was wir dann da auffüllen können. Die will bestimmt irgendwas essen oder sowas. Ich denke auch bei einer mechanischen Spinnen geht Liebe durch den Magen. Aber wir haben jetzt gerade nichts da. Naja, dann machen wir erst einmal hier diese Sache. Brombeeren. Da liegt noch eine. Ich habe Hunger.
Was wollen wir noch? Ein Messer? Ein Korkenzieher. Meinst du, wir kriegen? Vielleicht. Zwei Muffins. Ein Muffin, zwei Muffins. Eine Gabel? Sardinendose, da. Ah, genau. Und ein Messer. Und die Tasse Tee, da müssen wir bestimmt die Teekanne benutzen. Rief. Und wir haben einen Korkenzieher. Noch ein Korken. Aber wir haben nichts zum Aufhegen. Wir haben noch nichts zum Aufhegen. Aber jetzt haben wir einen Korkenzieher und Also kann man nicht. Da. Ah ne, Quatsch. Da will ich da hin. Genau. Oh Gott, wer will denn das lesen können? Sieht wie ein Abschiedsbrief aus. Dies ist mein letzter Versuch zu erklären, was mit mir passierte. Alle Einwohner Argonias traten der Armee des Lords bei. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ich hatte kaum eine Wahl. Als die Verderbnis in unser Land kam und keiner Hilfe wusste, gab es nur eine Lösung, einen Ort zu suchen, den die Verderbnis nicht erreichen kann. Der Ausweg ist, die andere Welt zu erobern. Aber ich kann da nicht mitmachen, selbst wenn meine Verweigerung mich zum Verräter macht und mich in den Kerker bringt. Die Wahrheit ist auf meiner Seite. Ein Bewohner einer einst großartigen Welt. Sind wir jetzt tatsächlich? Hier sind wir, glaube ich, ziemlich durch. Ja. Ja, ich weiß eigentlich, war das hier. Aber jetzt haben wir Korken. Jetzt haben wir Korken, aber ich weiß noch nicht, wofür wir Korken. Aber jetzt müssen wir wieder dahin noch ein zurück. Noch eins zurück. Und darüber. Weil da ist diese Maschine, wo wir dieses Ding aufladen können. Ding da. So, und dann müssen wir das. Jetzt muss man da. Ach so, ah, okay. Okay. Was jetzt? Warte. Ach, mach lieber. Also, wir müssen gucken. Also, die blauen müssen alle in die Mitte, so. Die roten müssen alle darüber. So. Und die gelben auf die andere Seite. Genau. Also, mal gucken, dass man das so. Die gelben kommen alle so hin. Okay. Dann. Nein, falsch rum. Dann. Drehen, dann wäre das ja schon nochmal richtig. So, jetzt müssen wir gucken, was wir die gelben da hochkriegen und die roten da runter. Nee, das ist so nicht richtig. Du musst dann hinterher nochmal in die rot auf die andere Seite drehen. Ja, ja. Also. So rum. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da kriegen. Also, nee, Quatsch. Einmal zurück. Worum? Ja, dann wäre das, wenn man das dann nochmal dreht, wären die zwei Farben ja auf der richtigen Stelle. Genau. So, ich wollte eigentlich das Rot hier runterkriegen. So. Muss da jetzt ein Blau hin?
So, und dann ist das richtig. So. Heißt, da muss ein Blau hin. So. Und auf Seite muss Rot hin. Dann ist das, dann muss hier ein Blau hin. So. Dann muss auf Seite ein rotes. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Das muss ich nur jetzt ganz oben gucken, dass ich die ändern kann. So, weil die gelbe muss auf die Seite und das mal so rumdrehen, damit es dann. Du willst ganz oben drehen, oder? Ich will ganz oben drehen, genau. Das heißt, ich muss gelb mal da wegnehmen. Da muss jetzt wieder ein blaues hin. So, nee, andersrum. Ist gelb und dann muss hier das Rote hin. Ne? Hier ein rotes hin. Und jetzt muss ich die da oben nochmal wieder in die richtige Richtung. Eieiei. Können wir das Ding wieder mitnehmen. So, das können wir jetzt der Spinne, genau. Kannst halt jetzt die Karte nehmen. Dann gehen wir doch mal. Ah. Okay. Ansonsten geht's euch noch gut. Muss die Mechanik irgendwie blockieren. Echt mit dem Schloss? Oder mit dem... Ja, das geht nicht. Okay, wir brauchen irgendwas für die Mechanik. Ah, Sand. Sand im Getriebe. Es sind aber große Korken. Mit dem Schloss. Okay, jetzt war es noch nicht weiter. Wieso denn eine Schaufel? Haben wir die Schaufel noch? Ne, die Schaufel haben wir jetzt nicht. Jetzt brauchen wir den. Für einen Handfeger brauchen wir noch eine. Alles klar. Eine Zugangskarte. Ah, die müssen wir uns wahrscheinlich mit dem. Pflanzen. Pflanzen, genau.
Ah, guck mal, was da hin. Hier kann man leere Druckbehälter haben. Ich muss den Dampf ausstellen, um an die Schaufel zu kommen. Das weiß ich noch nicht. Lag auch, glaube ich, noch was auf dem Ding. Ah, hier brauchen wir die frische Linse. Und irgendwas zum Anzünden. Ah, oh, das haben wir nicht. Das haben wir noch nicht, okay. Aber da ist ein Zettel. Die Verderbnis dringt in unsere Katakomben vor. Sie beginnen zu schwelen und verfallen. Der letzten Stadt bleibt nur wenig Zeit. Reicht diese aus oder wird ein verzweifelter Krieg der zwei Welten ausbrechen? Ja. Hinweis, Personal, aufgepasst. Bitte benutzt die Rohrpostanlage ausschließlich für den Versand von Nachrichten. Hört auf, Essen und Trinken damit zu versenden. Dies ist keine Kantine. Ihr macht den komplizierten Mechanismus kaputt und gewährt damit Zugang zu den geschlossenen Bereichen der Bibliothek. Denkt an unsere Sicherheitsbestimmungen. Sehr interessant. Also kann man über die Rohrpostanlage die geschlossenen Bereiche der Bibliothek erreichen. Also müssen wir da irgendwelches Zeugs reinschmeißen. Also irgendwelches Essen wahrscheinlich. Dann geht das Ding kaputt und dann geht die Tür vorne auf. Ja, dann. Also unten können wir nicht weiter, weil dunkel. Brauchen wir erst noch irgendwie. Okay. Ja, das ist einfach nur die Falle. Und da das Ding einsammeln kann man. Also ist ruht sich aus, okay. Schreiben haben wir auch noch nicht genug. Und da ist immer noch nur der Dings für die Stempel. Wir brauchen jetzt wieder irgendwo eine. Aber wir brauchen wahrscheinlich die Kohle für. Also ich verstehe halt nicht, was wir Eiern machen. Ja, wir haben doch keine andere Uhr gefunden, ne? Man eigentlich die ganze Zeit. Och, das geht ganz einfach. Was haben wir jetzt da noch? Also, wir haben den Ring, wo wir nicht wissen, wo der das Bobbys Spielzeug. Ein Uhrzeiger. Hammer und das Ding. Und mehr haben wir nicht, ne? Also uns fehlt jetzt noch eine von den. Wo mussten wir denn mit dem Hammer drauf? Ich meine, das, was wir. Dann haben auf Dings ja, müssen, war ja das. Ist ja schon. Genau. Das Einzige, wir gehen jetzt nochmal von vorne sozusagen, dass wir uns wieder ins. Genau. Also hier war nichts mehr, das weiß ich. Das deswegen. Im Wachraum. War auch nichts. Archiv. Da war irgendwie noch, wo man dieses Ding da mit den Händen da, die mechanische Hand. Das vielleicht mit den Uhrzeigern? Ne, wahrscheinlich nicht. Warum finden wir eigentlich dafür nichts mehr? Ja, keine Ahnung. Okay. Sonst war hier nichts mehr. Was ist alles das? Da hinten, da hing ja nichts mehr, ne? Das, genau, da haben wir ja. Das ist das, wo wir dann. Wo wir was auch immer pulvermäßig, schwarzpulvermäßig da reinbringen. Da haben wir das eben mit dem festgeklebt. Auflösen. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendein anderes Mittel.
Ja. Haben wir aber auch nicht. Hier in der Zelle ist, glaube ich, nichts Da, gewesen. warte mal. Hier können wir den Bolzen mit dem Hammer rausschlagen. An den habe ich schon Haben wir seit den, jetzt haben Ewigkeiten wir den nicht Gürtel. mehr. Weiß man nicht mehr, wo wir einen Gürtel bräuchten. Hier ist Hier ist nichts. nichts mehr, ne? Da Da bräuchten wir war immer der noch die goldene. Goldfarbe. Weil hier ist ja nichts. Da ist auch. Da oben ist ja nur die Mühle noch, die. Und wir haben ja schon alles eigentlich. Soll ich Ja, nochmal? machen wir. Ah! Okay. Ja, Und ja. warum sind wir da nicht auf die Idee gekommen? Mal die Schaufel für. Ah, das ist jetzt eine Zange, mit der krieg und eine Pinzette. Okay, probier mal damit die Kohle mitzunehmen. Ja. Dann können wir unten wahrscheinlich die Dings anzünden, die Lampe. Hier runter, ne? Da. Hier sieht es vielleicht aus. Die Hand der mechanischen Puppe scheint fest an der Stange festzuhalten. Ah, Lösungsmittel, da kriegen wir jetzt einen Klebstoff jetzt dann her. Und bestimmt irgendwie noch ein Werkzeug oder so. Da ist die Scheibe, ein Glas mit einem Pinsel und Wasser darin. Wenn ich Farbstoff hinzufüge, erhalte ich Farbe. Also bauen wir da bauen wir dann den Golddings, damit wir dann Goldfarbe haben. When everything began to die, please help me find the ring. My wife's ring. That's all I'm asking. Thank you. This is for you. There's nothing else left. Oh. Wow, ein ganzer Goldbarren dabei. Ganzer Goldbarren. Naja, ist nicht großes Nugget. Ein großes Nugget. So. Was haben wir denn noch? Zwei Kugellager. Da oben ist ein Kugellager. Da brauchen wir dann den Klebstoff noch für die Vasa. Für die Vase. Boah, das machst du jetzt aber. Ein Feuerzeug. Noch ein Kugellager. Da bist genau da, wo du eben da bin. Gut. Ah, warte, wir gehen hier hin, eins Genau. zurück und da. So, und jetzt können wir mit dem Wo können Goldbarren wir den Goldbarren? wahrscheinlich in der Kaffeemühle. Da, ja. Brücke oder da oben. Was ist das? Jetzt muss der oben den. Mal wieder. Kannst auch die Karte wieder benutzen. Wo war das mit dem Schmetterling?
Achso, ganz vorne, wo der. Wir müssen aber erst Farbe machen. Das ist da hinten. Ganz da, wo der Geist ist, genau. Wenn man da jetzt das Pulver. Das ist jetzt dann. Das war mit dem Kleber, ne? Genau. Ah, wir brauchen erst die fehlenden Scherben. Achso, der Kleber ist hier für gar nicht. Okay, es waren einfach nur die Scherben. Und was haben wir jetzt dafür bekommen? Ah, Pulver. Das brauchen wir jetzt dann wieder für die Dynamitstange. Aber jetzt haben wir auch die Scheiben. So, also. Dann noch eins hoch und oben rein. Dann können wir die Scheiben benutzen. Ja, aber ich dachte, wir könnten erst den. Achso, dann. Ja, dann. Du kannst ja da einfach rausgehen. Bediene den Apparat so, dass die Tropfen durch die Löcher in die Scheiben fallen und die Flaschen bis zur Markierung auffüllen. Wähle mit dem Hebel über den Scheiben aus, in welche Scheibe der jeweilige Tropfen fallen soll. Weißt du, soll ich? Also das ist dunkelblau, das heißt, wir nehmen den jetzt. So. Weiß. Dann kannst du direkt auch da reinmachen. Ja. Das auch. So, aber für da den anderen. Hier. Ne? Ja. Beziehungsweise, ja, können wir hier machen. Dann können wir die das hier da machen. Rein. Dann wieder ganz hinten. Nee, hier. Ah, nee, grün. Es ist grün als nächstes. Sorry. Und dann kommt hier blau. Ja, kommt da hinten grün. Ja, immer nehmen das, was hier drin ist. Ich habe aber oben, sehe ich die Farbe, dann denke ich, das ist das nächste. Ja. Was kommt weißt dann? Du? Blau Dings. Ah. Okay. Ja. Ich weiß, was dann. Ich habe das kapiert, was du mir sagst. Ja. Nein, jetzt hab da mal Geduld. Meine Fresse. Ah. Ein Problem. Aber wie soll man das denn am dümmsten machen? Unter Umständen fängt man halt auch. Also der Anfang ist. Das ist schon richtig so. Unter Umständen. Und dann gucken. Ich würde mit dem jetzt nicht, das hast du nämlich eben gemacht. Dann lieber das hier. Ja. Dann hier grün. Hier blau. Hier weiß. Und wie hast du es denn eben gemacht? Grün, lila und dann kommt ein dunkelblau. Dunkelblau. Das. Könnten wir hier. Ja, vielleicht. Hier das Weiß. Das hier, dann kommt hier wieder. Haben wir hier dann jetzt das Grüne? Genau. Dann haben wir. Wir haben jetzt bei zwei Seiten. Aber ich würde das Weiß. Das, genau, wir weil wir als nächstes Weiß. Das Weiß haben. Genau. Aber jetzt dann haben wir Lila genau. Und das können wir hier machen. So, und jetzt haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Hellblau dann nochmal. Hellblau und so, dass wir aber an den Weiß kommen. Ja. Ja, dann müssen wir hier. Wir müssen hier, damit wir an dieses Weiß kommen. Okay, ja. Weil jetzt ist ja. Ja, mach das. Weil jetzt können wir das Hellgrün, ich meine das Helldings noch reinmachen. Und das Weiß. Weil das letzte Weiß kommt
Ja, macht ja. man dann hinten. So, jetzt können wir das hier. Erst Jöns. Ja, dann kommt das hier. Und dann kommt hier das hier. Kommt das Grüne. Nur noch so. Das hier. Ah, warte, dunkelblau ist das. Genau, jetzt brauchen wir da das dunkelblau. Dann kommt da jetzt das hellblaue rein und das weiße kommt da hinten noch rein. Kannst du, nee, das kannst du nicht drücken. Ne? Ja, und jetzt? Wer dafür was? Ah! Das okay. Hat sich ja. Ja, super. Okay, jetzt könnten wir. Ja, zurück. Noch eins zurück? Ja. Den Aufziehschlüssel für das. Für den. Aha. Ah, lass mich raten, das ist die Feder, die wir für den Arm brauchen. Damit wir den Arm kriegen dann oder so. Ja, unten. Ja, bei dem. Wenn wir ins Archiv. Müssen wir denn machen? Ich muss die Hand kontrollieren, um die Schubladen zu erreichen. Ah. Ich hatte da keinen Bock. Thomas? Ah, dreimal in die Richtung. Wir haben nur ein Puzzle oder so. Okay. 1, 2, 3 und 1 hoch, okay. So, dann sind wir hier. Dann 3 hoch. Hier rüber. Oder ja doch, muss ja. Hier. Dann. Zweimal. Ah, nee, zweimal wäre hier und ja, zweimal ja. In die Richtung wäre da. Wenn ich hier bin, 1, 2, 3. 1 runter. Achso, 2 rüber. Das hilft auch nicht. Eins, zwei, drei, eins rüber. Hm. Wir machen jetzt einfach mal. Und dann sehen wir ja, was passiert. Weil ich will auch wissen, ob das jetzt erst da, da und oder erst das, das und dann so rumgeht.
Da wäre... Mal hoch und einmal runter. Ja, genau. Okay. Also er macht tatsächlich erst das und dann so. Also müssen wir gucken, wie... Wenn wir dreimal... Wir können auch von hier aus 3 hoch und 1 rüber. Dann wären wir hier. Oder 1 zurück. Je nachdem. Und dann 3 mal irgendwas. Und 2 mal. Drei. Das würde nicht helfen. Würde auch nicht helfen. 3 und 2 hoch. Dann 2 rüber. Dann hätten wir 2 mal 1, 2. Dann nochmal und dann 1 hoch. Also dann machen wir das mal andersrum. Also. 2 mal und 1 rüber. Einmal. Einmal dahin und 1 hoch. Ja. Ah, okay. Okay. Oh Mann. Ah, unter Umständen brauchen wir dann die. Das war's jetzt hier, ja. Mal gucken, ob wir mit der. Ah, wir können aber das Dynamit mal machen. Das war da, wo die Fackel da ist. Ja, weil wir haben das Pulver. Wir wissen zwar noch nicht, wo wir den brauchen, das Dynamit, aber. Die Zugangskarte können wir jetzt. Ich glaube, das war eins zurück. Ja, genau. Ah, nee, die brauchen Locher. Die brauchen erst den Locher, okay. Ja, oh, genau. Großmutter aller Nachrichtensysteme, zumindest vor dem digitalen Zeitalter. Hier laufen alle Rohre zusammen. Es ist nur mit Lord Thorial passiert. Er war immer ein guter und gerechter Herrscher. Als die Verderbnis kam, verschwand er für eine Weile. Als er zurückkam, war er nicht mehr derselbe. Und diese Brille,
Warum versteckt er seine agonisch blauen Augen dahinter? Ja, wahrscheinlich. Einschubschlitz. Ah, guck mal, ein Messer. Jemand hat eindeutig in diesen wahrscheinlich wichtigen Schlauch gesteckt. Ah, da brauchen wir bestimmt jetzt dann den... Kannst ja bei Info... Ja, ich mache jetzt erstmal Info. Leite die Kapsel an den Zielort ganz oben. Klicke auf den Knotenpunkt, um die Kapsel zu bewegen. Die leuchtenden Punkte zeigen an, wie oft eine Farbe vorkommen darf. Jeder Schritt verbraucht einen leuchtenden Punkt. Also grün haben wir relativ viel. Und lila haben wir auch viel. Ich habe keinen Plan. Also, dann machen wir das auch mal so. Achso, lila fangen wir so an. Jetzt haben wir entweder grün oder blau. Rot haben wir nur eins. Ja. So, orange haben wir auch nur eins. So, lila. Blau würde ich nicht machen. Nee, das müssen wir unter Umständen hier machen. Aber vielleicht... Scheiße. Also wir haben jetzt nur die Möglichkeit... Oder das ja, hier. Ja, mach lieber das da. Dahin? Weil wir konnten nicht da, wo orange entlang ist, weil da dann rot kommt. Mhm. Ja, dann... Ja. Oder? Ja, nein. Nee, wir haben nur ein rotes, ja, deswegen. Weil dann aber wir hätten viel mehr grün, grün und orange, ne? Warte mal, dann geht. Ja, doch. Warte, darüber. Dann darüber. Haben wir rot. Da. Weg. Dann haben wir wieder grün, orange und da. Ah, hier werden. Der so. Mit Dynamit den? Oder was? Offensichtlich. Ab dafür. Puff. So, jetzt haben wir die Tür kaputt. Ja. Ich bin in das Herz der Bibliothek vor. Von hier aus kann ich Nachrichten in alle Räume senden. Ich kann etwas hinter die verschlossene Tür senden, die zum Turm führt. Genau, das haben wir gemacht. Ja, Hauptteile der Welt. Ja. Hallo! Okay. Und, könnte, wahrscheinlich. Die Verderbnis erreichte die Jungen und verwandelte sie in Schatten. Ihre dunklen Umrisse verschwanden irgendwo in den verderbenden Landen. Hab ich die Jungen für immer verloren? Wird es einen Krieg der zwei Welten geben? Ich gebe nicht auf. Ich würde alles für die Kinder tun. Der Lord und seine erbärmlichen Pläne sind mir egal. Ich muss die Jungen retten. Nächster Halt, die verderbenden Lande. Mein dun, Gott. Dun, dun. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit dem Anker machen können oder sowas. Ah, okay. Ah, da müssen wir den Dings auffüllen. Ja. Mit dem Anker machen wir, glaube ich, gar nichts. Machen wir gar nichts, genau. Mit dem Messer. Gut. Sollte, ja. Es, genau, also... War da unten irgendwie, da wo die, da, genau. Bing. Dun, dun. Ja, genau. Klar.
Hup, hup. Oh Mann. Ah, da müssen wir bestimmt irgendwie dann auffüllen. Jetzt haben wir wieder so ein dummes Spielzeug. Ja, das eine ist halt für den einen und das andere ist für den anderen. Da ist irgendjemand drin, glaube ich. Oh, gib das doch einfach her. Da eine Tasche? Ja. Sicherer wäre es, wenn wäre es etwas in diese Tasche zu stecken, das den Schlagbaum anhebt. Gehen wir weiter. Michael Jackson. Hey. War ja erst andere Sachen vor. Oh, meine Fresse. Kann ich nicht die Waffe einfach mitnehmen? Ja, du musst erst die Patrone aus der anderen Muskete holen und dann... Da liegt aber noch ein Schwert, Messer, wie auch immer. Ich brauche eine starke Druckwelle, um die Statue wegzudrücken. Ah, da brauchen wir bestimmt nochmal den... Tank. Trotz investierter Zeit und Kraft haben wir keine Erklärung für die Katastrophe finden können. Sie ist unaufhaltsam. Unaufhaltbar. Aber ich habe entdeckt, wie man Schatten wieder zu Menschen macht. Hoffentlich kann ich die Jungen zurückverwandeln, bevor die Verderbnis mich holt. Der Hüter des Tempels. Gucken wir mal. Warte, da ist doch, liegt doch auch noch Kram rum hier. Ja. Okay. Das ist wunderschön. Ja, wenn nicht, gehen wir halt erstmal zu dem Tempel dahinter. Ah, ja, da fehlt eine von diesen Dingern da. Ja, dann... Ja. Vielleicht können wir aber mit dem... Mit dem Messer kannst du bestimmt die Patrone... Auch nicht. Oh, meine Fresse. Dann schneid die doch auf, du dumme Nudel. Ich brauche einen Trick. Ja, wahrscheinlich entweder müssen wir da... Ja, und jetzt haben wir ein Stück Stoff. Aber vielleicht können wir dann da oben irgendwie was... Jetzt haben wir Lappen voll Öl. Ah, mit dem Öl können wir bestimmt jetzt das Ventil... entrosten. Oder so. Ah, das ist das Ventil und hinter dem Ventil ist das Wimmelbild. Da brauchen wir den zweiten Totenkopf. Okay. Also, was brauchen wir denn noch? Drei Äxte. Mitte ist noch eine. Ein Rabe. Will keinen Raben. Zumindest, ah, doch, auf der Vase da. Bohre. Eine Schraube, Helm und Flöte. Zwei Steinfiguren. Ja, ne? Vielleicht die Gesichter? Oder diese Dinger da, genau. Das da unten wahrscheinlich. Ja. Diamant. Und zwei Eidechsen.
Das da oben ist ein Helm. Jetzt ist die Frage, wo ist der Diamant? Ah, da oben in dem Auge sozusagen. Okay. Degen. Da vorne den. Da. Ja, wahrscheinlich zum. Ja, vorne bei dieser komischen Statue da wahrscheinlich, ne? Ah, da muss man jetzt dann drauf schießen. Ja. Und wie kommen wir dann wieder nach Hause? Ja. Ah, mit der Degen kannst du vielleicht die Leiter jetzt erreichen. Ah, von oben durchgeschoben, okay. Ja, von abgesehen, dass das. Oh, egal. Ja, wir nehmen den ganzen Amboss mit und einen Hammer. Ist okay. Bald werde ich einen Weg gefunden haben, Schatten wieder in Menschen umzuwandeln. Doch die Zeit drängt, der Tempel beginnt zu verderben. Hoffentlich finde ich die Lösung, bevor die Verderbnis zuschlägt, der Hüter des Tempels. Entschuldigung. Nein, war ja fertig. Hammer? Hammer und Meißel? Oder erst Meißel? Ja, und dann Hammer. Ah, das ist jetzt dann diese eine Tafel, die wir für den Dings machen. Ist das mit dem Schrott, der da liegt, noch was? Ah, eine Spule zum Aufwickeln. Und der ist verbogen. Okay, dann müssen wir erstmal zurück. Genau. Aber jetzt haben wir die für da hinten. So, ja, Wolf. Das sieht nach Elefant aus. Das ist. Nee, die Schlange ist das da hinten. Das da, genau. Das da ist Leguan. Und das ist der Bär. Genau. Please, look. Da, schau. Ein Zettel auf dem Boden. Ja, dann gucken wir uns doch vielleicht irgendwann mal den Zettel an. Mann, den kann man auch mit den Händen wegschieben. Nein. Offensichtlich nicht. Maulfesseln? Okay, da brauchen wir wieder ein. Da brauchen wir bestimmt die Schnur. Ja, wahrscheinlich. Ich habe entdeckt, wie ich die Opfer der Verderbnis bewahren kann. Wenn Kira die Jungen findet, kann ich sie auch dann beschützen, wenn die Verderbnis sie erreicht und zu Schatten macht. Selbst wenn ich zu einem Schatten werde, kann ich sie im Tempel verstecken, bis jemand kommt, um ihnen zu helfen. Der Hüter des Tempels. Dann gehen wir halt mal weiter. Staubsauger? Ah, da bauen wir den noch Propeller, der verbogen ist. Haben wir ja noch nicht. Ja, den haben wir noch nicht. Yay! Drei Affen und ein Eimer. Ah, da brauchen wir nicht eine Perle, aber da fehlt uns wahrscheinlich irgendwie noch was Spezielles dran. Vier Schildkröten. Der hat eine als Branchenbinde. Ein Bleistift. Geige, genau. Goldbecher und eine Perlenkette.
So, und dann fehlt noch eine Flöte. Da unten. Ah, der Bleistift. Und es fehlt noch ein Eimer. Und mit der Perle, da können wir warten, bis wir was haben, für, um die Muschel aufzuknacken. Ist das da in der Mitte? Oh, eine Zange. Da brauchen wir wahrscheinlich so die fehlenden Zeichen für die Etage finden. Ah, okay, das sind dann noch so Figur-Dinge. Okay. Mit der Kneifzange, da können wir vielleicht den Propeller gerade biegen. Mhm. Okay. Das ganze Gebäude ist einfach verschwunden. Ja, wir sind nicht abgesaugt worden. So, eine Spule, haben wir irgendwas, womit wir die aufspulen können? Nee, wahrscheinlich nicht. Und mit dem Brettpost können wir das wahrscheinlich auch nicht machen. Nee, okay. Also brauchen wir direkt eine Spule. Geht nichts anderes. Ja, wahrscheinlich da in der Mitte ist da. Ein Staubsauger. Was machen wir denn mit einem... Oder ein Laubbläser, okay. Mit dem Laubbläser können wir jetzt das Laub auf dem Sarg wegmachen. Da oben. Da brauchen wir unbedingt einen Laubbläser. Das sind so unmenschlich viel Blätter, das kriegst du. Okay. Ja, wen haben wir denn? Den mit Schwung? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt alles, die Metallratte. Für das... Okay, dann geben wir die halt mal ab, da, die... Ja, genau. Ah! Weil... In die Schmiede oder in die... Ja, da brauchen wir dann irgendwas, was wir reparieren müssen. Ja, auf dem Kühlschrank. Da brauchen wir Feuerzeugs. Weil irgendwas... Eine Spule ist das. Ah. Seife kann man auch immer gebrauchen. Ja. So, dann gehen wir da noch hin und suchen uns da die Sachen. Okay. So, haben wir denn noch 4 Blumen? Die Tätowiermaschine. Das ist ein Rasierer, aber das macht schon. Hatten wir auch gebraucht. Damit kann man sich auch tätowieren. Nee, kann man nicht. Das ist bestimmt noch eine Bürste da? Bürste? Nee, nein. Okay, Entschuldigung. Ah, da ist sie doch. So, noch eine Schere fehlt. Ein Meeresschwamm, das ist der da. Eine Parfümflasche. Zauberstab, dann wissen wir noch nicht, was wir brauchen. Das wird das glänzende Ding sein wahrscheinlich. Fehlt der Stern, okay. Und die Plastikfigur. Oder ist das Ding da unten? Ne, da. Also ich dachte jetzt, dass man da vielleicht die Ballerina drauf... Fakt. Noch nicht aus Plastik. Ja, eigentlich nicht. Sehe auch nicht, wo da was wäre. Weil da drüben ist ja wenigstens ein Zahn. Ah, da oben. Ach, das ist ein Finger. Ja, Plastikfinger. Ach, ich habe das als Plastikfigur gelesen. Aber den kriegen wir nicht. Doch, mit der Seife. Ah, mit der Seife. Ah. Haben wir doch zumindest
dritten Teil. Ja, für den Zauberstab fehlt uns der Stern. Okay. Was haben wir denn hier sonst noch? Dem Drachen fehlt die Schnur. Okay. Haben wir noch was zum Singen? Und das ist ein Löffel. Farben für eine Tätowiermaschine. Die kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir die... den Zauberstab dann auch haben. So, dann können wir... genau. Okay. Bringen wir jetzt hier dafür? Ein Eimer. Okay. Aber jetzt haben wir die Spule, dann können wir die zumindest die Schnur mitnehmen. Oder hinten. So. Hier wahrscheinlich fertig. So, wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, das Schloss aufzumachen. Ach, guck mal. Jetzt haben wir Sand mitgenommen und... ah, das ist Metallaffe, das ist dann, dann können wir doch so in den nächsten, ins nächste Stockwerk. Dann müssen wir dann auch wieder zur Schildkröte. Oh, yeah. Erstmal. Eine Nuss. Da muss irgendwas rein. Oder nee, da wir öffnen es. Da brauchen wir bestimmt irgendwie was. Was? Ah, guck mal. Ja, der will bestimmt was in die Hand kriegen. Eine hübsche Seifenblase. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas, um die zu zerstören. Aber weil es halt stabil ist. Ah, da brauchen wir dann die Tätowiermaschine und die Farben. Okay, also dann auf zur Schildkröte. Oder, nee, wir sind eine Zaratte, oder? Für den Stern und so weiter und den Schnur, ja, schon schlimm, ne? So. Alter. Gar nichts. Ja, dann auf der anderen Seite. Dann, was können wir hier dafür? Ah, hier kriegen wir die Tätowiermaschine. Dann können wir dann. Da brauchen wir die Schnur. Und da brauchen wir wahrscheinlich die Farben. Die, kannst du die befüllen? So. Sind wir eigentlich hier auch durch. So. Jetzt können wir wieder. Ja, jetzt können wir wieder zum Affen. Dann können wir mal gucken, ob wir das mit der Tätowiermaschine. Okay. Ah, die Münzen will bestimmt der... da ist sonst nichts mehr. Beutel voll Gold, genau. Dann guck mal, ob der dann den Beutel voll Gold haben will. Hm. Mit diesem Spiegel kann... aber ah, da entweder fehlt da noch... ja, ich glaube, da auf der Schraube da... fehlt, okay. Ah. Ah, da oben ist bestimmt das Engelchen. Der braucht die Flügelchen, die wir haben. So. Haben wir eine Glaslilie? Ja, wahrscheinlich auch. Oder mit irgendwelcher Farbe oder sowas. Heimetallkuh. Ah, das ist die Glaslinie. Zwei Fliegen.
Drei Metallkugeln. Ist dann da oben im Dings. Ah, ne. Da liegt eine. Und da unten liegt eine. Eine Silberkette. So. Dann fehlt jetzt noch eine Fliege. Ah, der Clown hat eine. Gut, dann haben wir die Sachen soweit. Dann mit dem Weihnachtsbaum können wir im Moment nichts anfangen. So, was ist das da hinten? Ah, okay. Tempelchronik. Was ist mit Lord Taria passiert? Er war doch auf unserer Seite. Er wollte die Verderbnis ohne eine Version der Erde besiegen. Er glaubte an die Legende der Zwillinge. Was änderte seine Meinung? Und warum versteckt er sich hinter dieser Brille? Der Hüter des Tempels. Okay. Was ist das eigentlich? Nein, das ist einfach nur, dass das liest. Was da hinten? Ah, hier müssen wir Strom. Ah, den Dingsbums, den Drachen. So, jetzt können wir da. Ah, und jetzt fehlt noch ein Spiegel wahrscheinlich. Ja, an der Stelle. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber wir haben keinen. Wir haben jetzt noch keinen. So, okay, dann. Wir wissen auch noch nicht, wie wir das Ding aufkriegen. Geheimversteck. Haben wir da irgendwie? Ne, das ist nix. Also müssen wir jetzt gucken, ob wir irgendwo anders noch was machen können. Zur Ratte? Aber da waren wir eigentlich fertig. Was, ja, müssen wir mal gucken, was wir sonst so haben. Sand und eine Ballerina und eine Nuss. Und hier war nichts mehr. Nee, da war nichts mehr. Auf der anderen Seite war ja auch schon nichts mehr. Ja, war nichts mehr, außer dass da unten, dass da Dings ist. Ah. Ah, da können wir wahrscheinlich den Sand zu Glas schmelzen. Aber also jetzt brauchen wir was für Feuer. Und da hinten können wir es dann schleifen. Ja. Also Schildkröte wahrscheinlich. Mhm. Haben wir hier noch irgendwie was? Ne, das ist alles nur. Im Darm ist. Ah, Nussknacker. Ne? Wohl nicht. Auch einen Maulkorb. Den finden wir bestimmt in dem. In der Hundehütte. Aber wie kriegen wir die Hundehütte auf? Ist doch nichts mehr. Ja, außer dass wir nicht an die Leiter kommen. Ich müssen mal wieder einen Tipp nehmen. Damit wir wissen, was. Nimm die Lichterkette. Von dem Rahmen und die aufgestandene Linie in der Aftetage. Ah, okay, da. Kann ich auch. Dahin. Affenetage, okay. Ich habe da gar keine Lichterkette. Ich wusste auch nicht, dass da eine Lichterkette ist. Ja, jetzt. Wenn die uns sagen, dass das eine Lichterkette ist. Ich wusste nicht, dass ich die mit. Und was sollen wir jetzt damit machen? Ja, das wissen wir nicht. Jetzt haben wir eine Lichterkette. Ja, das stand doch da drin. Nein, das ist nur, wie man da hinkommt. Stand dann da noch. Also, und das. Aber vielleicht damit können wir jetzt zur Leiter oder was? Nee, aber vielleicht können wir damit jetzt den Maulkorb machen. Ist der hier auf der Schildkröten? Ja. Auch nicht. Ich komme aber dann an die Leiter. Ja, das habe ich doch gesagt, aber nein, das wollen. Ja, weiß ich auch nicht. Wo brauchen wir den Lift? Das ist jetzt die. Das ist viel zu groß für den Baum. War das hier drin? Ja. Das ist jetzt der Schlüssel für das.
Das dauert immer so ewig. Ich glaube, du hättest auch direkt rausgekonnt. Hättest da zur Hundehütte gekommen. Ach so. Hm. Das ist jetzt der Maulkorb. Ne, zurück. Ja, einfach nur in den Tempel. So, was haben wir denn da jetzt? Nadel des Mönchs. Wer ist das jetzt? Die eine, ja, da lang und jetzt dann eins hoch auf, oder zu. Ich glaube. Ah, mit der Nadel des Mönchs kann man die Seifenblase killen. Okay. Die Fische sehen bedeutungsvoll aus. Ah, da kommt die Ballerina hin. Ein Foto jener, die die gnadenlose Kriegshetzerei Lord Thorias in Frage stellten. Ah, das ist die holographische Scheibe. Soweit ich aus den Notizen schließen kann, die ich im Zimmer des Hüters des Tempels fand, gab es eine Verschwörung gegen Lord Thoria. Sie wurde ins Leben gerufen, als der Lord Thoria sich eine Politik der Grausamkeit zuwandte. Er entschied, in die Erde einzufallen, okay, auf die Erde einzufallen und verlor jegliches Interesse an dem Schicksal seiner Untertanen. Das ist der Grund, warum der Widerstand tätig wurde. Kann ich glauben, dass Lord Thoria jene, die nicht an dem Krieg der zwei Welten teilnehmen wollten, in den verderbenden Landen zurückgelassen hat? Wie konnte er das tun? Er hat uns verraten. Warum? Welches Geheimnis verbirgt er hinter der tief schwarzen Brille? Das werden wir niemals erfahren. Okay. So, mit den Fischen können wir im Moment nichts machen. Nee, ne? Mit den Fischen können wir im Moment nichts machen. So, da drüben. Da hinten. Da unten. Das ist das Ding, was wir da brauchen? Genau. Ich muss nur die Spiegels. Ah, man muss die. Nee, der macht ja nichts, ne? Ich. Aber dafür. Ja, das ist je nachdem, wie rum die stehen, können die auch nur in eine Richtung. Hm. Darf ich mal? Also, das mit dem. Da ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wenn wir das jetzt machen, dann geht es aber da oben raus. Also müssen wir das, muss irgendwas von hier sein. Heißt. Du musst das ganz weiter runter. Aber du meinst. Achso, das geht da nicht weiter. So, vielleicht. So. Und dann. Dann nichts. Mich wundert ist, dass ich das nicht weiter runter machen kann. Das hilft auch nicht, außer kann das so legen. Ah, hier komme ich nicht weiter. Was muss denn überhaupt?
Ja, der Strahl muss hier direkt irgendwie reinführen, aber er muss wahrscheinlich über alle Spiegel gehen. Das sieht auch gar nicht das so sieht schlecht schon mal aus. gar nicht so schlecht aus. You can't go to war with the other world. The death toll will be too high. Don't you see that? But it's worth it to escape this dying world. We can't stay here. You know there's another way. That? Nothing but a myth. Two twin boys that couldn't possibly change the fate of our people. You once believed the prophecy. What have you become? Take them away. Und warum hast du diese tiefschwarze Brille? Ja, okay, jetzt haben wir den. Jetzt können wir ins nächste Stockwerk. Ich habe keine Zeit, den Ballon fertigzustellen. Ich werde hier bleiben. Hoffentlich werden die Jungen mit dem Ballon die Quelle des Lebens erreichen. Sie ist die Rettung für uns alle. Das müssen wir bestimmt schleifen. Okay. Wir brauchen zwei Ferngläser. Da ist noch eins. Noch eine Pistole. Eisstiefel. Noch ein Stiefel. Da oben. Der Nussknacker braucht seine Nuss. Die Walnuss wahrscheinlich. Die jetzt da im. Ach so. Ja, was haben wir denn noch? Da oben, noch ein Stiefel und eine Uhr. Genau. Ein Helm. Da vorne, das da. Uhr. So, und die lebendige Rose, das wird die da sein. Aha. Noch. Haben wir noch. Ein Bumerang. Was meint denn mit dem Bumerang? Aber jetzt können wir da zumindest mal noch das. Das Ananas ist das. Da, genau. So, wir brauchen. Mit dem Fächer können wir vielleicht das Feuer anfachen, genau. So, und jetzt können wir mit dem Glasblas-Ding. Jetzt haben wir die Glaskugel, die an der einen Stelle in diesem ein Tor fehlt. Bitte, ja. Dann wieder. Auf die Schildkröte. So. Dann der Fisch. Eins zurück. Dann ist es tatsächlich, geh mal auf die Ratte. Es tut mir ja leid. Ja, genau, da ist die. You
You must help us. Ja, das wir wissen sind dabei. Wir doch. Dann habt ihr halt Angst. Mein da, guck, Gott. Rohre. Und ich. Unter dieser finsteren Kapuze muss eine Schalltafel sein. Ah, da müssen wir die Fische reinschmeißen. So, mit dem... Ah, warte. Wo ist denn mit den... Die Symbole müssen dann irgendwie gleich sein, oder was? Auf zwei Fische, um zu sehen, ob sie ein Paar ergeben. Also sehen, ob sie zusammengehören. Beachte jetzt, sagt, dass die Fische vielleicht nur auf einer Seite... Ah, die müssen auf beiden Seiten des... die beiden Dings haben. Der... Das... Der andere Rote, glaube ich. Wenn der wieder zurückkommt... Der Blaue. Ach so, der Blaue. Weil die müssen auf beiden Seiten die gleichen Symbole haben. Also dann nimm doch... Guck... Der Rote. So. Ist die Frage, ob der da auch das Mond ja, jetzt hat. Warte doch mal ab. Kann doch nichts machen, wenn der Hampelmann hier... Das ist so nervig. Ja, weil es halt auch so Ewigkeiten braucht, ne? Das müsste doch jetzt. Alter, ich baller... Naja. Ah, die beiden. Oh, ja. Die beiden. Ah, doch. Ja, das hat er. Und die beiden. Ja, ist ja schön. Ich brauche die nicht von beiden Seiten sehen. Schwachkopf. Ja, fertig. So, und jetzt können wir... Was haben wir? Ah, jetzt haben wir die vier Fische. Und wo war das jetzt? Wieder, War das nicht hier? Ach nee, Quatsch. Ich weiß nicht, wie lange braucht das denn jetzt noch? Das weil dann ist, würde ich sagen, das, dass wir, ob soll man hier gemeint, Feierabend dann, machen. Weil wir müssen noch die Fische machen, dann kommt noch irgendein anderer ja, Schwachsinn. Genau, wir haben ja noch genug anderes Zeugs, was wir jetzt da benutzen können. Ich würde fast sagen, dass wir das dann noch aufnehmen. Ja, und dann klar, für nächste Woche, ja. Weil da, wir dann nicht... Weil wir dann in Urlaub sind, genau. Ja. Ja, noch nicht ganz, aber wir haben noch sämtliche Dinge zu tun. Ah ja. Ja. Gut. Ja, dann war es das zumindest mal für heute. Dann werden die nächsten Teile dann direkt auf YouTube landen. Deswegen sollte man auch auf dem YouTube-Kanal folgen. youtube.com/Caliburth. Da gibt es unsere ganzen Streams und noch viele, viele Let's Plays. Wir sonst so machen oder gemacht haben, wie zum Beispiel die Sims-Reihe oder Wimmel-Bildspiele beziehungsweise Point-and-Click-Adventure. Wer wissen will, was und wann wir streamen, der kann gerne auf unseren Twitch-Streamplan schauen, twitch.tv/Caliburth. Da gibt es immer die Live-Zeiten zu sehen und mit welchen Spielen wir im Moment online gehen. Und es empfiehlt sich auch auf Twitter zu folgen, @Caliburth. Da gibt es nämlich die Infos auch. Und ja, auch Infos, wenn mal was ausfällt oder sich was ändert oder zu welchen Zeiten wir jetzt in Urlaub sind. Ja, ansonsten habt noch einen schönen Restmittwoch, eine gute Woche. Ja, willst du nicht sagen, wie es weitergeht? Ach so. Vielleicht, dass am Freitag. Morgen ach so, du morgen wieder Raft. Sind. Ja, Entschuldigung. Und ich würde gucken, dass ich morgen früh unter Umständen den Hausflipper schon mache. Aha. Weil ich dann für den Hausflipper, für so, weiß nicht, vielleicht 3 Freitage oder sowas, dann schon voraufnehmen
werde. Ah. Deswegen wäre es praktisch, wenn ich morgen dann schon das machen könnte, dann könnte ich am Freitag ja, dann vielleicht ist ja alles, schon mal was aufnehmen oder so. Ja, ist ja kein Problem. Ich, aber ich halte dich nicht auf. Nachmittag, denke ich mal, machen wir die Taverne. Ja. Und für Montag können wir gucken, ob wir die Ranch nochmal machen. Genau. Ja. Ja, okay. Ja. Und jetzt kannst du dann. Jetzt kann ich meine Verabschiedung machen. Dann habt einen schönen Mittwoch, eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.